Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und hallo Yannick. Hi. Und du hast nicht zu viel versprochen. Eure besten selbstgezogenen, selbstgezüchteten Koi schwimmen hier jetzt in eurem Glashaus. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass du das jetzt leer räumt? Eigentlich hatten wir schon immer mal die Idee, wir wollen mal unsere kleine Fische einfach mal wachsen sehen. Und die, man hat halt einfach Spaß im Winter. Hier sieht man sie immer, hier ist warm. Einfach diesen Grund, einfach mal kleine Fische groß zu ziehen. Wir haben da alle ziemlichen Spaß dran und dann haben wir einfach gesagt, jetzt machen wir es einfach mal. Und hier hat es mehr als respektable Koi drin. Also wenn ich mir mal überlege, der eine oder andere Hiyotsuri, Kiyotsuri, aber auch die Yamabuki sind wunderschön. Auch witzig, so halbmetallikfarbene Yamabukis, auch sehr schön. Der ist voll metallikfarben, absolut geil. Wann sind die jetzt geboren? 30. Juni 21. 30. Relativ spät. Für 21 relativ spät. Die sind jetzt genau anderthalb Jahre. Mhm. Also sind ja 2 Jahre. Aber sind schon 50, ja. 45, ja. 50. 55 sind wir nicht dabei. Ja. Und ein paar haben Chris gezüchtet? Ja. Welche? Die haben Yamabukis. Und auch Asagi. Der Asagi kam auch von ihm. Und diese Kinder. Aber die Benigois, die sind von den Hiyotsuris, sind die. Okay, ja, das kennt man ja. Der ist schon immer. Aber, und das ist genau das, auch zum Thema Zucht, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich habe ja im vorletzten Blog, habe ich am Schluss gesagt, passen Sie auf, wenn Sie züchten, dass Sie nicht da viele nachher züchten, die Sie nicht mehr wollen. Das Ergebnis, was hier die Familie hat, ist ein bisschen ein Fake-Ergebnis. Und wissen Sie, warum Fake? Weil die züchten mit japanischen Top-Tieren. Also der Hiyotsuri, den man hier hat, kommt vom besten Züchter und der hat den höchsten für sich überhaupt möglichen Preis auf der Shinkokai gewonnen, einen Botan-Preis vor wie vielen Jahren war das? Fünf Jahren. Hat den allerhöchsten Preis gewonnen. Ist ein Ausnahmetieren Hiyotsuri, wie ich ihn nur selten gesehen habe. Ich bin jetzt aber auch nicht jedes Jahr bei dem Züchter. Also ist da meine Meinung vielleicht auch nicht unbedingt maßgebend. Und dann haben die auch gigantische männliche Koi, ja, über alle Varietäten. Man sammelt schon lange Koi, man hat ja beckenweiße Koi. Und Fake-Ergebnis insofern nicht, dass man hier irgendwas macht, was man nicht tun sollte. Aber die züchten mit einem Material, was dem japanischen Zuchtmaterial schon sehr, sehr nahe kommt. Material ist jetzt falsch. Züchten hier mit Koi, was den japanischen Zuchtkoi sehr, sehr nahe kommt. Und das pusht so ein Ergebnis natürlich gleich mal um Meilen nach vorne. Und selbst damit ist es noch verdammt schwer, sowas zu züchten. Aber ich stehe gerade wirklich hier und sage, wow, richtig, richtig geil. Also da hätte vielleicht der Züchter des Hiyotsuri gut damit getan, mit dem Tier selber zu züchten. Aber die haben natürlich schon auch ihre eigenen Zuchttiere. Aber das ist schon. Obwohl, Martin, das ist klar, das ist auch von ihr, ist das, sind das aber Nachkommen? Waren die, also die Männer waren Nachkommen von ihr letztendlich. Genau. Also, was der Chris gezüchtet hat. Mhm. Weibchen war ein sehr, sehr guter Kiyotsuri eigentlich. Gut, spielt ja aber am Ende auch keine Rolle. Genau, das Blut genau, ist das Entscheidende. Genau, dieses Blut. Blut ist schon drin, ne? Ja, das spielt nicht die entscheidende Rolle. Ist es die Mutter oder ob es sind die Söhne? Genau. Manchmal ist es sogar auch so, dass die Nachkommen von so einem guten Tier noch bessere Vererber sind als das gute Tier selber. Ich muss euch aber über Tier- oder Pflanzenzucht nichts erzählen. Aber das ist, was ich eben sagen wollte. Egal, was man hier züchtet, man hat einfach ganz andere Möglichkeiten der gezielten Verpaarung und natürlich auch mit Top-Tieren zu züchten. So, Yannick, jetzt zeig mal Auge. Welches ist der beste, Hi oder Kiyotsuri? Also von den Kiyotsuris, also Hiyotsuris habe ich einen Liebling, das ist der hier mit der Seite. Er ist nicht so perfekt gezeichnet, aber das Rot ist sehr schön, sage ich jetzt, hier vorne der. Mhm. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist auch mein Favorite bei dann haben wir hier noch einen Kiyotsuri. Das ist jetzt hier der quer schwimmt, neben dem Beni jetzt. Der jetzt hier der vorne mit den Karpfenpocken. Genau, der mit den Karpfenpocken ein bisschen hat. Aber ich denke auch der ein bisschen dunklere Stil. Also es kommt halt der auch sehr ist, drauf. Der genau, ist. Genau. Also ich finde halt auch, es kommt halt auch, was mag man gerne.
Mag man mehr einen schwereren Fisch oder mehr den leichteren Fisch? Also ja, so geht es mir oft. Qualitätsmäßig unterwegs, ja. Das ist schon den du da auch gesagt hast, ist das der Beste. Und er hat auch, glaube ich, so ziemlich den besten Körper. Ja. Genau. Der ist auch schön, der Kio zu holen, der jetzt gerade. Ja, genau, der ist auch noch sehr schön. Der vom Körper her toll. Echt toll. Wasser toll. Wie viel fressen die am Tag? Ein Kilo? Nicht ganz. Vielleicht 800 Gramm ungefähr ist das. Wir haben auch nicht so warm, wir haben nur 16 Grad warm. Ja. Achso, okay, ich habe gedacht, das wäre... Nein. Man muss ja auch ein bisschen sparen. Genau, da grinst du. Also, euch dreien, einmal mehr, Dankeschön, dass wir wieder haben bloggen dürfen. Und wir werden dieses Jahr im Sommer garantiert mal wieder kommen. Weil immer nur hinter Kälte rumrennen, hat Tim keinen Bock mehr drauf. Und wenn der keinen Bock hat, ihr wisst, wie das ist, dann ist Theater groß. Ich habe aber auch keine Lust. Ich habe jetzt eiskalte Hände, eiskalte Füße und lassen jetzt noch von dem Paar. Der beißt, oder? Der beißt, der ist auch ein bisschen scheuß. Der. Ja, nicht den Finger rein. Also das nein, Martin, das will er nicht. Das will er nicht. Ciao.